Guten Tag und herzlich willkommen zum Bright Talk zum Thema 8D-Problemlösung. Heute geht es darum, wie die Kettner-Trägerprozesse, insbesondere die Verwendung von Ist und Ist nicht, zur 8D-Problemlösung passen, so wie es unter anderem auch vom Verband der Automobilindustrie empfohlen wird. Mein Name ist Burkhard Prigge, ich bin Diplom-Ingenieur für Elektrotechnik und Wirtschaftsingenieur, seit 2011 bei Kettner-Träger und dort für den deutschen Markt verantwortlich. Mir zur Seite steht mein Kollege Sascha Laufenberg, der insbesondere ein Auge auf den Chat haben wird und aufpasst, wenn Sie dort Fragen oder Feedback eingeben. Kurz ein paar Worte zur Firma Kettner-Trego. Das Unternehmen wurde 1958 von Dr. Charles Kettner und Dr. Benjamin Trego gegründet, zwei amerikanischen Verhaltensforschern, die erkannt hatten, dass man die Vorgehensweise zum erfolgreichen Lösen einer Vielzahl verschiedenartiger Probleme auf eine Handvoll einheitliche Denkprozesse zurückführen kann. Wir sind weltweit tätig und vermitteln unseren Kunden diese Denkprozesse durch Workshops und Coaching, sowohl in Präsenzveranstaltungen als auch online über das Internet. Wir kommen auch zu unseren Kunden ins Haus und moderieren die kniffligsten Problemanalysen dort persönlich. Und wir beraten unsere Kunden vor allem zu Fragen, wie sie effiziente Problemlösungen in ihren Unternehmen etablieren können. Das Foto zeigt übrigens den Raketenstart von Apollo 13 im Jahre 1970. Bei deren Reise zum Mond ist einer der Sauerstofftanks explodiert und die NASA hat damals unter anderem die Kettner-Trägerprozesse verwendet, um schnell auf die Ursache des daraus resultierenden Spannungsabfalls zu kommen. So konnte man Maßnahmen ergreifen, um die Astronauten gerade noch rechtzeitig lebendig zur Erde zurückzubringen. Vielleicht kennen Sie ja den Film von 1995 mit Tom Hanks, Kevin Bacon und Ed Harris. Werfen wir einen Blick auf die Kettner-Trego-Denkprozesse. Im Rahmen der 8D-Problemlösung ist die Problemanalyse oben rechts in Rot der wichtigste Prozess. Hier geht es vor allem in der Disziplin D2 und in der Disziplin D4, also Problem beschreiben und die Ursache ermitteln, darum, also das Problem tatsächlich zu lösen. Aber auch die anderen grundlegenden Kettner-Trägerprozesse wie die Entscheidungsanalyse, die Analyse potenzieller Probleme und Chancen oder die Situationsanalyse kommen im Rahmen einer 8D-Problemlösung zum Einsatz. Der VDA, der Verband der deutschen Automobilindustrie, hat vor knapp 2 Jahren einen neuen Rotband, eine Art Standard, herausgegeben, in dem er seinen Mitgliedern und speziell der Automobilindustrie empfiehlt, wie 8D-Analysen durchzuführen sind. Bevor wir uns das genauer angucken, möchte ich eine kurze Umfrage starten. Egal, ob Sie jetzt aus der Automotive-Industrie kommen oder von woanders, wie häufig verwenden Sie eigentlich 8D-Analysen zur Problemlösung? Ich schalte jetzt diese Umfrage frei. Das sollte gleich bei Ihnen auf dem Bildschirm erscheinen. Sie haben 1 Minute Zeit, darauf zu antworten. Machen Sie das immer bei jedem Problem? Machen Sie das meistens, manchmal oder nie? Ich lasse Ihnen einen Moment Zeit, bis das bei Ihnen erscheint und Sie also abstimmen können. Jetzt muss ich mal hier klicken machen und dann müsste es auch losgehen. So, die ersten Stimmen kommen rein, haben aber noch längst nicht alle von Ihnen abgestimmt. Wie häufig verwenden Sie 8D-Analysen zur Problemlösung? Ungefähr noch eine halbe Minute Zeit, darüber abzustimmen. So, ich schließe jetzt die Abstimmung. Und wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, 53% von Ihnen verwenden immer 8D-Analysen zur Problemlösung, 38% meistens, 7% manchmal und niemand nie. Das heißt also, über 90% von Ihnen verwenden meistens oder immer 8D-Analysen zur Problemlösung und da hoffe ich, dass auch die Kettner-Trägerprozesse darin entsprechend sich entfalten. Und wir gucken uns mal an, wie das aussehen könnte. In
Disziplin D2 und in Disziplin D4, Problembeschreibung und Ursachenanalyse, da verlangt der VDE explizit den Einsatz von Kettner-Trego ist und ist nicht. Dass die Kettner-Trego-Prozesse so gut zur 8D-Problemlösung passen, ist übrigens kein Zufall. 8D wurde in den 80er Jahren unter maßgeblicher Beteiligung von Kettner-Trego bei Ford entwickelt. In jeder der 8 Disziplinen verlangt der VDE Bewertungskriterien, die erfüllt werden müssen, um die Grundanforderungen zu erfüllen oder auch eine exzellente Bewertung in einem Audit zu erhalten. Da wird also jedes Mal verlangt, ist und ist nicht Analysen durchzuführen und entsprechend auch zu dokumentieren, um exzellent als 8D-Problemlöser bewertet zu werden. Wir machen noch eine weitere Umfrage. Wir haben ja gesehen, über 90% von Ihnen verwenden 8D bei Ihrem Problem. Wie zufrieden sind Sie denn mit der Qualität und der Dauer Ihrer 8D-Analysen? Sehr zufrieden, eher zufrieden, eher unzufrieden oder sehr unzufrieden? Und möglicherweise, falls Sie gar keine 8D-Analysen verwenden, dann trifft das für Sie nicht zu. Dann müssen wir das entsprechend hier ankreuzen. Sie haben wiederum eine Minute Zeit, um also hier das Ganze zu bewerten, so wie das bei Ihnen eben ist. Eine Minute noch etwa. Die ersten Ergebnisse kommen rein. Noch 10 Sekunden. Ja, und dann sind wir soweit. Wir sehen also, für 5% von Ihnen trifft es nicht zu. Bei den anderen verteilt es sich so, dass 10% sehr zufrieden sind. Das ist erfreulich. 42% sind eher zufrieden, also etwa die Hälfte im positiven Bereich. 35% jedoch sind eher unzufrieden und 5% sehr unzufrieden. Also da ist noch einiges an Verbesserungspotenzial. Und womöglich auch für die, die schon sehr zufrieden sind, gibt es noch Dinge zu entdecken, die sich besser machen lassen können. Wir wollen uns jetzt mal eine Fallstudie angucken. Manche von Ihnen kennen die vielleicht schon, wenn Sie ein Kettner-Trego-Training besucht haben. Die Fallstudie heißt Mikrocomputergehäuse und ich habe Ihnen eine E-Mail geschickt. In dieser E-Mail ist diese Fallstudie angehängt. Sie können sie aber auch hier aus den Attachments direkt im Breittalk herunterladen. Sie finden also die Fallstudie sowohl in den Attachments hier als auch in Ihrer E-Mail. Ist vor einer Minute etwa rausgegangen an Sie. Und öffnen Sie mal die Datei, das ist ein kurzes PDF, und lesen sich den Fall mal durch. Das ist eine kurze Fallstudie. Sie haben etwa 4 Minuten Zeit zum Lesen und dann gehen wir in die Analyse dieses Problems gemeinsam hinein mit der Verwendung der Kettner-Trego-Prozesse in einer 8D-Problemlösung. Ja, jetzt ist es ungefähr 23 Minuten nach 4, jedenfalls in Deutschland. Also ungefähr um 16.27 Uhr machen wir weiter.
So, noch 2 Minuten etwa zum Lesen. Noch etwa 1 Minute. Keine Sorge, wenn Sie das nicht ganz schaffen, durchzulesen. Ich gehe das nachher nochmal Schritt für Schritt mit Ihnen durch, sodass alle wichtigen Informationen insgesamt dann vorliegen. So, die letzten Zeilen noch. Und dann machen wir weiter. In unserem Werk werden 3 verschiedene Typen von Computern hergestellt: 1025er, 1035er und 1045er. Wir sind jetzt in der Mitte der 6-wöchigen Hochsaison. Wir steigern jede Woche die Produktion. Wie Sie im Balkendiagramm sehen können, werden deutlich mehr 1025er hergestellt als 1035er und 1045er zusammen. Schauen wir uns mal den Produktionsablauf im Detail an. Die 1025er werden in der Fertigungsstraße 1 hergestellt. In der Fertigungsstraße 2 die 1035er und die 1045er. Jede Fertigungsstraße hat ihren eigenen Vorrat an Teilen, die dann auf das Computergehäuse montiert werden. Die Einzelteile werden während der Montage geprüft und vor der Endfertigung werden die Metallgehäuse den Waschlackier- und Trockenvorgängen unterzogen. Die Gehäuse werden abgewaschen, indem sie in eine Reinigungslösung getaucht werden, die Schmutz und Ölreste entfernt. Diese Lösung wird jede halbe Stunde erneuert. Jede Fertigungsstraße hat 2 Waschbehälter. Der eine ist in Betrieb, während der andere geleert und mit neuem Lösungsmittel gefüllt wird. Die Behälter für beide Waschstraßen werden aus einem zentralen Vorratsbehälter versorgt. Nach dem Waschen werden die Gehäuse von Hand auf die Förderbänder für die Fertigungsstraßen 1 und 2 aufgehängt, auf geerdete Haken, damit dann in der Lackierung elektrostatisch geladener Lack auf die Gehäuse aufgespült wird. Nach dem Lackieren werden die Einheiten in die Trockenanlage weitergeleitet und dort getrocknet. Nach dem Trocknen kommen die Gehäuse in die Endfertigung, werden dort mit den Bauteilen verheiratet. Anschließend kommt die Qualitätskontrolle und ja, dort werden also die Gehäuse und die Geräte insgesamt auf Herz und Nieren geprüft. Anschließend geht es entweder in den Versand für alle, die gut sind, und falls was nachgearbeitet werden muss, dann geht es zurück in die Nachbehandlung. So viel erstmal zum Herstellprozess, das haben Sie auch in den Unterlagen. Und jetzt gibt es da ein Problem. Seit 2 Wochen haben wir bei den 1025er einen stark erhöhten Ausschuss wegen unlackierter Stellen auf der Gehäuseoberfläche. Normalerweise ist die Ausschussrate so etwa 0,15%, aber jetzt haben wir 6% Ausschuss und der Ausschuss steigt immer weiter. Die Mikrocomputer werden in der Endfertigung geprüft und dabei werden in regelmäßigen Zeitabständen relativ viele 1025er wegen unlackierter Stellen an der Gehäuselackierung ausgeschieden. Es kommt vor, dass die Gehäuse bis zu 11 verschiedene unlackierte Stellen aufweisen, die an beliebigen Teilen der lackierten Gehäuseoberfläche erscheinen. Das ist besonders für erfahrene Mitarbeiter ärgerlich, denn sie haben die gleiche Ausschussrate für 1025er Gehäuse während der letzten Hochsaison erlebt.
Nach einigen Wochen hatte sich damals herausgestellt, dass einige Mitarbeiter eine Handcreme auf Silikonbasis benutzt hatten, die das Anhaften mancher Lackarten verhinderte. Es wurde eine Liste der zulässigen Handcrememarken in den Waschräumen aufgehängt und daraufhin fiel innerhalb einer Woche die Ausschussrate wieder auf ihr normales Niveau. In den letzten 2 Wochen hat jetzt die Ausschussrate für die 1025er ständig zugenommen. Die Ausschussrate bei den 1035ern und 1045ern ist hingegen normal geblieben. Die Arbeitsweise der Computer an sich ist nicht beeinträchtigt, aber die Anlagen können mit fehlerhaftem Lack nicht ausgeliefert werden an die Kunden. Der Lack muss entfernt werden von den Gehäusen und sie müssen nachgearbeitet und neu lackiert werden. Inzwischen beschweren sich größere Abnehmer schon über die Verspätung bei der Lieferung der 1025er. Und die Frage ist jetzt, wie können wir das Problem lösen? Hier ist eine 8D-Problemlösung erforderlich. Schauen wir uns das also mal Disziplin für Disziplin an. Aber bevor wir das tun, gibt es noch eine kleine Umfrage. Welche Schwierigkeiten begegnen Ihnen vorrangig bei der Durchführung Ihrer 8D-Analysen? Hier können Sie mehrere Antworten eingeben. Und es gibt diesmal nicht so eine Abstimmung wie vorher, sondern Sie können Freitext reinschreiben in Questions from the Audience, also Fragen von den Teilnehmern. Da haben Sie entsprechend ein Dialogfeld. Schreiben Sie da bitte mal rein, welche Schwierigkeiten Ihnen also vorrangig bei der Durchführung von 8D-Analysen begegnen. Was immer es sei, das würden wir uns gerne mal angucken und dann mal kurz darüber sprechen. Ich gebe Ihnen mal so eine Minute Zeit dafür, das einzutragen bei Questions from Audience. Da sehe ich noch keine Fragen hier. Ich freue mich, wenn Sie das reinschreiben. Ah, da kommt die erste Schwierigkeit. Es werden mehrere Abweichungen miteinander vermischt. Wofür steht das D in 8D? Ist eine Frage. Das D steht für Disziplin. Das sind die Vorgehensweisen, die man verwendet, um also das Problem Schritt für Schritt zu lösen. Wir gucken uns die gleich mal an. Die Ursache wird nicht gefunden. Ja, das ist natürlich das Ärgerlichste, weil eigentlich geht es ja in der Problemlösung genau darum. Das Problem wird nicht genau beschrieben. Schauen wir mal weiter. Was sonst noch sind Schwierigkeiten, die Ihnen vorrangig bei der Durchführung von 8D-Analysen begegnen? Ich lasse das mal offen. Kommen Sie einfach, wenn Sie im Laufe jetzt der nächsten Minuten noch Ideen haben, welche weiteren Schwierigkeiten Ihnen begegnen bei der Durchführung von 8D-Analysen, an diese Stelle und tragen Sie Ihre Schwierigkeiten, die Sie erleben, dort mit ein. Wir machen mal weiter, aber diese Umfrage bleibt offen, mindestens mal bis zur nächsten Umfrage. Und gehen wir in die 8D-Analyse rein mit der ersten Disziplin, D1. Die nennt sich Problemlösungsteam. Und dort geht es darum, für die Problemlösung einen Sponsor, den Teamleiter und die Teammitglieder mit den Experten zusammen erstmal überhaupt zu benennen. Wenn man das machen will, dann kann da helfen, eine Kapnerträge Situationsanalyse vorzunehmen. Insbesondere der vierte Schritt, Beteiligung planen, ist also etwas, was man auch dort macht, um eben die richtigen Leute auszuwählen, die bei der Problemanalyse letztlich dann beteiligt sind. Wenn man da fertig ist und hat die erste Disziplin fertig und hat die erste von 8 Schritten hat man jetzt erledigt, die 1, dann kommt man zum zweiten und sehr wichtigen Schritt, Problem beschreiben. In dieser zweiten Disziplin geht es darum, das Objekt und die Abweichung in der Problemdefinition zu nennen und das Problem im Was, Wo, Wann, Ausmaß, im Ist und Ist nicht zu beschreiben.
Das ist genau die Kettenerträgung-Problemanalyse, speziell der erste Schritt, wo man also genauso vorgeht und das Problem beschreibt. Der VDA gibt in seinem Rotband eine beispielhafte Ist-Ist-Nicht-Tabelle vor und seit dem Herbst 2020 verweist er hierzu auch explizit auf Kettenerträgung. Sie sehen links die vorgeschlagenen Fragen vom VDA, das entspricht weitgehend dem, was bei Kettenerträgung auf so einer KT-Prozesskarte draufsteht oder in einem entsprechenden Formular. Wenn wir das jetzt machen bei unserem Mikrocomputergehäuse, dann kommen wir zu einer Problemdefinition. Die würde lauten: Mikrocomputergehäuse 1025 haben unlackierte Stellen. Und dann sehen Sie auf der linken Seite die Ist-Information. Dort beschreiben wir das Problem detailliert. Auf der rechten Seite im Ist-Nicht, dort erfassen wir Fakten, die das Problem eingrenzen und die uns helfen, nicht zutreffende mögliche Ursachen später zu eliminieren. Da sehen wir also beispielsweise betroffen von dem Problem sind die 1025er. Die 1035er und 1045er haben kein Problem. Der vorliegende Fehler sind unlackierte Stellen, Farbabblätterungen, Nasenfehlfarben werden nicht beobachtet und so weiter und so weiter. Wir beschreiben das Was, das Wo, das Wann und das Ausmaß des Problems auf diese Weise. Eine solche Ist-Ist-Nicht-Tabelle aufzustellen, ist eine Grundanforderung in der D2 Problembeschreibung für den VDA. Und das entsprechend sorgfältig zu dokumentieren, ist notwendig, um also als exzellenter Problemlöser angesehen zu werden in den 8 Disziplinen. Schauen wir uns die nächste Disziplin an, in D3 Sofortmaßnahmen. Da geht es darum, die Auswirkungen des Problems vom Kunden fernzuhalten. Hier kann die Kettenerträgung Entscheidungsanalyse helfen, um die richtigen Sofortmaßnahmen auszuwählen. Schauen wir uns mal an, was da sein könnte. Also beispielsweise mithilfe einer Entscheidungsanalyse könnte man darauf kommen, die Gehäuse mit unlackierten Stellen zur Nacharbeit zu geben, den Lack zu entfernen, das neu zu waschen. Das macht die Qualitätskontrolle ab sofort. Größere Abnehmer werden über Verzögerungen informiert. Der Lieferplan wird angepasst. Das macht unsere Salesabteilung auch sofort. Und das wird entsprechend als Sofortmaßnahme niedergelegt. In diesem Fall würde ich sagen, ginge es sogar ohne Entscheidungsanalyse. Aber in komplexeren Fällen, wenn Sie mehrere Alternativen zur Auswahl haben, dann kann eine Entscheidungsanalyse dort helfen und passt sehr gut in D3. Der Kern der gesamten 8D-Analyse findet sich jetzt in D4, Ursachenanalyse. Hier gilt es, mögliche Ursachen für das Problem zu ermitteln, sie zu bewerten und anschließend die eigentliche Ursache zu beweisen. Das sind genau die nächsten drei Schritte der Kettenerträgung-Problemanalyse. Und wie das aussehen könnte, da gibt es mehrere Vorgehensweisen. Der VDA nennt in seinem Rotband verschiedene Methoden. Er verlangt insbesondere die Weiterführung der Ist- und Ist-Nicht-Analyse. Sie kennen vielleicht Methoden wie die Five Whys, fünfmal Warum-Fragen, oder auch das Ursache-Wirkungsdiagramm, Ishikawa-Diagramm. Das sind Teilprozesse der Kettenerträgung-Analyse und die kommen unterstützend zum Einsatz, wenn Sie also das Problem beschreiben und dann weiter mögliche Ursachen ermitteln. Wie könnte das aussehen? Besonderheiten und Veränderungen werden häufig verwendet, um auf Ursachen zu kommen. Sie können aber auch aus Wissen und Erfahrung auf Ideen kommen. Und wenn wir uns das angucken, hier bei den Mikrocomputergehäusen, dann sehen wir Besonderheiten der 1025er im Vergleich zum 1035er und 1045er. Da sind einige aufgelistet. Und auch vor 2 Wochen gab es eine Besonderheit, nämlich dort wurde die Produktion erhöht. An den Besonderheiten suchen wir nach Veränderungen, schreiben das Datum auf und das hilft uns dann, mögliche Ursachen zu ermitteln. Wenn wir das hier tun, dann kommen wir, ich sage mal vereinfacht dargestellt, auf eine Anzahl möglicher Ursachen. Ich habe jetzt dreimal herausgegriffen, die hier denkbar wären. Mitarbeiter verwenden silikonhaltige Handcreme, wie schon vor einem Jahr. Einige der Haken, auf die die Gehäuse aufgehängt werden, sind nicht gut geerdet. Oder auch die Reinigungslösung ist zu früh erschöpft in den Waschtanks. Und ja, welche dieser Ursachen jetzt am wahrscheinlichsten ist, um das zu ermitteln, haben wir zum Glück links die detaillierte Problembeschreibung stehen. Jetzt gilt es nämlich, die vorher ermittelten Hypothesen, die gerade ermittelten Hypothesen, zu vergleichen, wie gut sie zu den Fakten passen. Und wenn wir das tun, dann stellen wir fest, für jedes einzelne Ist- und Ist-Nicht-Tag können wir diesen Vergleich durchführen und als Antwort bekommen wir dann 3 verschiedene Möglichkeiten. Entweder das passt wunderbar, dann habe ich das hier in grün markiert, oder es passt aber nur unter einer bestimmten Annahme, dann habe ich die Annahme in blau notiert.
Oder womöglich, die Hypothese steht im Widerspruch zu den Fakten. Zum Beispiel, ungeerdete Haken würden nicht erklären, dass die Gehäuse in einem perfekten Lack unlackierte Stellen haben. Es wäre eher so, dass das Gehäuse vollständig unlackiert wäre. Deswegen kann diese Ursache ausgeschlossen werden. Die anderen beiden Ursachen sind gewissermaßen noch im Rennen. Aber die nach dem Testen notierten blauen Annahmen helfen uns jetzt, die wahrscheinlichste Ursache zu ermitteln, nämlich die mit den wenigsten, einfachsten und plausibelsten Annahmen. All dies im vierten Schritt D4 der 8D-Problemlösung. Und nachdem wir jetzt die wahrscheinlichste Ursache ermittelt haben, Reinigungslösung ist zu früh erschöpft, weil die hat die wenigsten, einfachsten und plausibelsten Annahmen, können wir nun im letzten Teilschritt hier in D4 die eigentliche Ursache beweisen. Dazu gibt es mehrere Vorgehensweisen. Wir können zum Beispiel das Ganze einfach beobachten. Das heißt, wir gehen mal zu den Waschtanks hin, gucken kurz vor dem Wechsel der Reinigungslösung, dass diese und sehen, dass diese bereits stark verschmutzt ist. Und letzten Gehäuse gehen dann mangelhaft gereinigt in die Lackierung und weisen nach der Trocknung auch unlackierte Stellen auf. Auf die Art und Weise können wir also die eigentliche Ursache beweisen, indem wir es direkt vor Ort angucken, wie Goku Gemba ja auch gerne gesagt wird, geh hin und schau dir das mal genau an. Ja, ich sage jetzt nochmal an Sie in unserer letzten Umfrage für heute, verwenden Sie bereits Ist und Ist Nicht nach Kepler-Trego, um in der 8D-Analyse Probleme zu beschreiben? Das ist die Frage und ich starte die Umfrage jetzt, eine Minute Zeit, um also da auf eine Antwort zu kommen. Wenn Sie 8D-Analysen machen, machen Sie immer auch Ist und Ist Nicht, machen Sie das meistens, manchmal oder nie, oder falls Sie gar keine 8D-Analysen machen, dann wäre die fünfte Antwort für Sie die richtige. Bitte klicken Sie mal auf die für Sie zutreffende Antwort. So, die ersten Antworten kommen rein. Noch 20 Sekunden etwa. Okay, ja, vielen Dank. Das ist sehr interessant, finde ich. Wir haben vorhin gesehen, dass die Hälfte von Ihnen ungefähr zufrieden ist mit der Qualität Ihrer 8D-Analysen, aber nur 24% von Ihnen verwenden meistens oder immer Ist und Ist Nicht, was eigentlich ein Grundpfeiler einer 8D-Analyse sein sollte, sowohl in D2 als auch in D4. 8% immer, 16% meistens. Jeweils 37% von Ihnen verwenden manchmal oder sogar nie die Ist und Ist Nichts. Und da hoffe ich natürlich, dass Sie allein schon durch das Beispiel hier eben sehen konnten, wie nützlich das sein kann, wenn man Ist und Ist Nicht verwendet, um Probleme zu analysieren. Und wenn Sie es so machen wollen, dass Sie vom VDA dafür, sage ich mal, mindestens als grundlegend 8D-fähig zertifiziert oder auditiert werden können, dann müssen Sie sogar Ist und Ist Nicht verwenden. Wir haben noch 4 Disziplinen, das geht jetzt relativ schnell. In D5 geht es darum, jetzt Abstellmaßnahmen auszuwählen und zu verifizieren. Auch hier oder hier noch mehr kann uns die Entscheidungsanalyse helfen, die also unter unterschiedlichen Alternativen dient dazu, die beste Alternative auszuwählen. Wenn wir hier Vorschläge sehen, die reinkommen, da sagen manche, wir sollten die Geschwindigkeit der Fertigungsstraßen einfach erhöhen. Wir sollten die Reinigungslösung in Fertigungsstraße 1 alle 20 Minuten wechseln. Wir sollten überhaupt eine stärkere Reinigungslösung nehmen oder ein Säurebad verwenden. Das sind alles Alternativen, aber welche ist die beste? Dazu kann man Kepler-Trego Entscheidungsanalyse verwenden. Da möchte ich jetzt nicht im Detail auf die gesamte Mechanik eingehen, aber im Ergebnis kommt dabei heraus, am besten ist, man wechselt die Reinigungslösung alle 20 Minuten. Und das macht die Produktion, das macht sie sofort. Das war Verwendung von KT in D5. Und wenn es um D6 geht, Realisierung und Validierung der Abstellmaßnahmen, das nennen wir bei KT eine Korrektur probieren und überwachen. Das hieße jetzt also, wir wechseln tatsächlich die Reinigungslösung in Fertigungsstraße 1 alle 20 Minuten. Und sobald wir das tun, verschwinden auch tatsächlich die unlackierten Stellen. Damit haben wir diese Abstellmaßnahme realisiert und validiert und
können uns also freuen, das Problem tatsächlich aus der Welt geschafft zu haben. Noch sind wir nicht ganz fertig. In D7, Fehlerwiederholung verhindern, geht es jetzt darum, über die Korrektur hinaus zu denken und sich zu fragen, was können wir tun, damit sowas nicht wieder passiert. Bei KT sind das Prozesse wie die Analyse potenzieller Probleme, die für solche Dinge zum Einsatz kommen. Und wir nennen das über die Korrektur hinausdenken hier bei Problemen. Und da können wir also Fragen stellen wie, welche anderen Schäden könnte diese Ursache noch bewirken? Wo sonst könnte die Ursache Probleme bewirken? Was ist die Ursache der Ursache? Und auf der Seite der Korrektur, nachdem wir uns die Korrektur überlegt haben, welche identischen Dinge bedürfen derselben Korrektur und welche Probleme könnte diese Korrektur hervorrufen? Man sieht also, in sämtlichen Disziplinen sind die KT-Prozesse nützlich, nicht nur in D2 und D4, wo ist und ist nicht vorgeschrieben sind. Letzter Schritt, Abschluss und Würdigung des Teamerfolgs in D8. Dort zum Einsatz kommen Elemente des Kettner-Trego Performance-Systems. Performance-System, da sehen Sie diesen kleinen weißen Performer oben links, der ist in einer Situation, der zeigt eine Reaktion, eine Handlung, erlebt dafür Konsequenzen und Feedback. Feedback ist entscheidend für kontinuierliche Verbesserungen. Wir stellen sicher, dass alle Maßnahmen aus D3, D5 und D6 abgeschlossen sind, dass der Sponsor die Teammitglieder getroffen hat und sich für die erfolgreiche Problemlösung bedankt hat und dass die Dokumentation erstellt und vom Sponsor und Teamleiter freigegeben wurde. Diese gesamte 8D-Problemlösung kann jetzt zentral in einem A3-Formular dokumentiert werden. Das könnte etwa so aussehen. Dieses Formular haben wir entworfen für ein Life Science Unternehmen. Man sieht, die Schrift ist ein bisschen klein. Manchmal ist das besser, das sogar noch größer als A3 auszudrucken. Man sieht aber auch, dass im gesamten Problemlösungsablauf KT-Prozesse zum Einsatz kommen und dass hier substanzielle Informationen vernünftig dokumentiert und übersichtlich dargestellt sind. Viele von Ihnen verwenden schon, wie wir gesehen haben, 8D. Und manchmal kann es sein, dass die Informationen, die dann in so einen 8D-Report eingetragen werden, naja, nicht ganz so strukturiert erarbeitet wurden, wie das mit KT-Prozessen vielleicht möglich ist. Also hier die Dokumentation folgt nach dem Prozess oder parallel dazu. Das Ziel ist nicht, nur ein Formular auszufüllen, sondern auch wirklich sinnvoll bei der Analyse vorzugehen. Fazit insgesamt, der VDA empfiehlt, Kettner-Trego ist und ist nicht, in D2 und D4. Wir sehen aber, dass die Kettner-Trego-Prozesse auch in den anderen Disziplinen sehr nützlich sein können. Langsam biegen wir auf die Zielgerade ein. Da sehen Sie nochmal meinen Kollegen Sascha Laufenberg und mich. Wir unterstützen Sie und andere Kollegen natürlich auch sehr gerne bei Ihren 8D-Analysen. Wenn Sie uns ein paar Ihrer Analysen handvoll zuschicken per E-Mail, dann gucken wir uns die an und Sie kriegen dazu Feedback und wir auditieren das und sagen Ihnen, was läuft gut, was könnte noch besser gehen. Wir führen natürlich Workshops durch, sowohl in-house als auch in öffentlichen Workshops können Sie bei uns lernen, wie die Kettner-Trego-Prozesse in 8D-Analysen zum Einsatz kommen. In-house-Workshops sowohl bei Ihnen vor Ort als auch über das Internet, wie gesagt. Und wir unterstützen Sie dann auch bei der Implementierung dieser Methoden in Ihre Problemlösungsprozesse. Wenn Sie uns mal im Internet besuchen wollen, dann kommen Sie auf kettner-trego.de/lp/8d. Dort finden Sie also sag ich mal, die Plattform für die Angebote im Bereich 8D, die wir Ihnen zur Verfügung stellen. Oder schreiben Sie einfach eine E-Mail an Sascha Laufenberg oder an mich. Ja, Sie sehen noch ein paar Attachments, die hier mit dran sind. Einerseits die Mikrocomputerstudie. Dort sehen Sie auch die Links sowohl zu unserer Homepage als auch zum VDA. Sie haben dort eine Kettner-Trego-Prozesskarte, die Sie sich herunterladen können und einen kleinen, sage ich mal, einen Flyer, der über 8D zu Ihrem Troubleshooting zu Ihnen spricht. Sie finden dort außerdem ein PDF der PowerPoint-Folien, die Sie jetzt gerade betrachtet haben. Und ja, würde mich freuen, wenn Sie also auf diese Ressourcen auch zugreifen. So, jetzt haben wir noch ein paar Minuten Zeit, wenn Sie wollen, für Fragen. Und ja, wir haben vorhin die Fragen benutzt, damit Sie sagen, was läuft schief in Ihren 8D-Analysen.
Aber jetzt können Sie natürlich auch Fragen stellen und ich werde versuchen, die so gut ich kann zu beantworten. Also ungefähr noch 9 Minuten Zeit, die wir haben für Fragen, die hier also von Ihnen kommen. Wir haben schon zwei Fragen hier. Ja. Einmal die Anmerkung zu viele Infos und Meinungen, die vielleicht nicht mit dem Fall zu tun haben. Filtern von Infos ist manchmal schwierig. Wie kann man vorgehen? Ja, indem man eben nicht alle Informationen, die auf einen einprasseln, versucht zu sondieren, sondern indem man ganz strukturiert in Ist und in Ist nicht die Informationen einträgt, die überhaupt relevant sind. Da haben wir natürlich, sag ich mal, eine Vorgehensweise, wo wir ganz strukturiert Fragen stellen, die jeweils natürlich auf den Fall angepasst werden, aber die Struktur ist immer gleich. Was, wo, wann, wie viel? Mit einigen Unterfragen in Ist und Ist nicht. Diese Informationen sammeln wir, um das Problem zu beschreiben. Andere Informationen, die also interessant scheinen, aber nicht relevant sind für die Beschreibung des Problems, tauchen da erstmal nicht auf. Die können dann benutzt werden, um auf Ideen zu kommen für mögliche Ursachen. Zum Beispiel sagt jemand, ich glaube, die Haken sind nicht richtig geerdet. Das ist eine, ja, Eingebung, die er hatte. Das ist eine Information, die er wo auch immer er hat. Diese Hypothesen sammeln wir ohne Limit, um also auf die Idee zu kommen, was könnte die Ursache des Problems sein. Diese Hypothesen werden dann aber an dem vorher definierten Filter, dem ist und dem ist und dem ist nicht, gemessen. Und alles, was Unfug ist, fällt dabei raus. Sie müssen sich also mit solchen weit ausschweifenden Erklärungen oder Hypothesen nicht im Detail befassen. Zunächst bei der Beschreibung gar nicht und später werden die einfach an diesem Filter gemessen und dann scheiden diese Sachen wie ungeerdete Haken sofort aus, weil die eben nicht erklären das Fehlerbild, was wir tatsächlich beobachten. Ja, ich hoffe, das hat die Frage so etwa beantwortet. Weitere Fragen? Weitere Frage ist, wird abgefragt, ob eine PFMEA durchgeführt wurde? FMEA, Failure Mode and Effect Analysis oder Fehlermöglichkeit und Einflussanalyse, das ist der Prozess, der ganz synchron läuft zu Analyse potenzieller Probleme. Wir fragen nicht, was habt ihr alles gemacht, um Probleme zu vermeiden, wenn das Problem erstmal da ist. Wenn das Problem da ist, dann beschreiben wir das Problem an sich und versuchen es zu lösen. Wir schauen nicht nach solchen, also es ist keine Standardfrage, aber wenn wir nach möglichen Ursachen gucken, dann ist natürlich erlaubt, dass man in seine alten FMEA-Unterlagen reinguckt, um auf Ideen zu kommen, was man damals schon vorhergesehen hat, was später schiefgehen könnte. Und an der Stelle könnte sowas dann wohl zum Einsatz kommen. Okay, eine weitere Frage ist, kann das Formular auf Slide 52 zur Verfügung gestellt werden? Sie haben das jetzt natürlich in der Präsentation als PDF und da ist es nur ein A4 groß, diese Präsentation normalerweise und ein bisschen winzig. Schreiben Sie uns bitte direkt an, entweder jetzt per E-Mail oder über die Landingpage im Internet und dann finden wir einen Weg, wie wir da Ihnen das sinnvoll zukommen lassen. Gut, eine weitere Frage ist, muss die ist und ist nicht in jeder Zeile gefüllt sein? Muss gar nicht und häufig ist es auch nicht möglich. Es ist der Idealzustand, dass man für jedes ist und ist nicht entsprechend Antworten hat auf die Frage. Aber selbst bei dem Mikrocomputerproblem, da haben Sie vielleicht gesehen, in der zweituntersten Zeile, so genau haben wir da nicht hingeschaut, da ist die Frage, wie groß sind denn die unlackierten Stellen? Und eigentlich wusste das niemand, das steht auch nicht in Ihrer Fallstudie drin und deswegen steht da MDE. Was so viel heißt wie, wir haben keine Ahnung, mehr Daten sind erforderlich. Und trotzdem konnten wir das Problem lösen. In so einer Fallstudie, die wir schön zusammenstricken, da sind dann die meisten Informationen irgendwo im Text zu finden. In der Realität können Sie eine Menge Probleme lösen, wenn Sie auch nur die Hälfte der Ist- und Ist-Nicht-Informationen tatsächlich haben. Und falls Sie stecken bleiben, weil zu viele mögliche Ursachen durch den Filter sozusagen durchpassen, dann bietet es sich an, eben ganz gezielt an den Stellen, wo Ihnen noch Informationen gefehlt haben, auf die Suche zu gehen in Ihren Datenbanken oder indem Sie sich Sachen nochmal genau angucken und Leute fragen. Okay, eine weitere Frage ist, oft gibt es Kombinationen von Ursachen, zwei, drei oder mehr. Wie wird dies im KT-Prozess berücksichtigt?
Ja, Sie können komplexe Ursachen genauso gut verarbeiten wie simple Ursachen. Und Sie haben schon gesehen bei unseren Mikrocomputergehäusen, die Ursache, dass die Waschtanks überlastet sind vor dem Ende der halbstündlichen Wechselfrist, ist schon eine Kombination von zwei Faktoren, nämlich der Besonderheit, dass die 1025er sowieso eine höhere Produktionsrate haben in ihrem eigenen Waschtank in der Zeitungsstraße 1 und der Veränderung, dass sich vor 2 Wochen die Produktion signifikant erhöht hat. Und diese beiden Faktoren zusammen mussten also vorliegen, um da also die Ursache des Problems wirklich zu erklären. Das ist selbstverständlich möglich, auch komplexe Faktoren zusammenzustellen bei der Hypothesenbildung. Ja, eine weitere letzte Frage haben wir noch. Unterschiede, Besonderheiten können sehr schwer sein zu wissen. Wenn man das gewusst hätte, würde man das Problem sofort lösen können. Wo ist da die Balance? Ja, selbstverständlich, wenn man so gar nichts weiß über das Problem und über die Unterschiede zwischen Ist und Ist nicht, dann macht es die Sache nicht einfacher. Selbstverständlich können Sie immer noch aus Wissen und Erfahrung Hypothesen aufstellen, die dann eben auch das Problem erklären können. Das heißt, es ist in Ordnung, ich will nicht sagen zu raten, aber so einen informierten Schritt in die Unsicherheit kann man da schon gehen. Wenn Ihnen Besonderheiten fehlen und diese Besonderheiten oder die Information darüber fehlt und diese Besonderheiten sind aber entscheidend für die Ursache, dann kann natürlich helfen, dass man den Kreis der Leute, die man befragt, noch erweitert. Das heißt, da gehen Sie zurück in D1 und suchen nach, wer weiß es denn vielleicht? Was ist besonders zwischen diesem Ist und diesem Ist nicht? Und dann kommen Sie vielleicht auf zusätzliche Informationen, die Ihnen im Augenblick noch nicht zur Verfügung stehen. Ja. Okay, weitere Fragen gibt es erstmal nicht. Okay. Ja. Dann sind wir einigermaßen gut in den 45 geplanten Minuten geblieben. Ich danke Ihnen sehr für Ihr Interesse. Ich würde mich freuen, von dem einen oder anderen von Ihnen zu hören, wenn Sie beispielsweise Interesse haben an dem großen Formular oder an weiteren Informationen und Unterstützung. Das war's von unserer Seite. Burkhard Prigge und Sascha Laufenberg. Herzlichen Dank nochmal und da wünsche ich Ihnen einen schönen Feierabend. Alles Gute. Sie dürfen, glaube ich, diese Präsentation noch bewerten. Da wäre ich Ihnen dankbar, wenn Sie dann die Anzahl von Sternen vergeben, die Sie angemessen halten. Das war es soweit und ich sage jetzt also auf Wiedersehen. Tschüss. Auf Wiedersehen. Tschüss zusammen.